Ja, zur Polizei gehen oder nach Beweisen suchen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, boah, das ist jetzt schwierig, weil wir haben ja keine Beweise. Ne? Also schlauerweise wäre es ja eigentlich nach Beweisen suchen. Weil wenn wir jetzt einfach so zur Polizei gehen. Und du hast ja im Grunde ja keine Beweise. Was willst du denn vorzeigen? Ja, der eine hat mich Drogen gesetzt, aber es, ja, es, das kannst du nicht machen. Wenn wir zur Polizei gehen wählen, dann wird Kate wahrscheinlich uns eher mehr verstehen, beziehungsweise eher mehr, ja, ihr wisst schon, uns mögen. Wird es nicht mehr so depressiv sein, aber das ist nicht die richtige Lösung. Und nach Beweisen suchen ist eigentlich die richtigere Entscheidung. Weil wir erst einmal, ja, Beweise finden müssen über Nathan oder wer das auch immer war. Wir wissen ja im Grunde noch nichts. Das ist ja nur eine Theorie. Aber dann wird Kate ja nicht so begeistert sein. Boah, Alter, die tut mir so leid. Ich will ja nicht, dass sie sich irgendwas antut. Ich habe so Angst, dass das dann passiert. Es läuft irgendwie... Es läuft irgendwie so hinaus damit, dass... Boah, Alter, hoffentlich tut sie sich nichts. Oh, Alter, das ist gerade jetzt so schwer. Ich hasse das Spiel. Ich liebe es und ich hasse es. Hassliebe. Aber die schlauste und nun mal einzige Lösung ist nach Beweisen suchen. Ja, es ist einfach die bessere Lösung. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Ja, das war auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Es ist nun mal so. Es ist nun mal die Wahrheit. Wir müssen Beweise finden. Ich habe gewusst, dass sie das nicht okay findet. Sie findet ja sonst keinen Ausweg. Bitte, bitte, tut ihr doch bitte nichts an, okay? Ich weiß ja nicht einmal, ob das passiert, aber es läuft doch da damit hinaus und ich will doch nicht und... Oh. Aber zur Polizei gehen wäre einfach die schlechte Lösung gewesen. Wir müssen einfach abwarten und nach Beweisen suchen. Und das werden wir wohl schaffen, oder? Leute. Und ihr seid dabei. Ihr begleitet mich bei diesem Abenteuer, bei dieser Reise. Und ich würde mal sagen, gehen wir mal wieder raus. Wir haben ja alles erkundet. Arme Kate. Ich habe so richtig Gänsehaut jetzt bekommen. Oh, Chloe. Gänsehaut und auch, boah. Ich war... Ist einfach so traurig. Aber ein bisschen die Stimmung aufheitern mit Chloe. Max, Essen. To Walls. Seh dich dann. Bring dir beim Texten keinen Finger. So bricht dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. Was hat sie denn eigentlich gegen Emojis? Ach, die Louis ist ja wohl echt so lustig. Okay, hier haben wir jetzt auch alles erkundet. In der Dusche auch und so. Bla bla bla. Alles fertig. Perfekt. Brooklyn Bust. Okay, dann würde ich mal sagen, ne? Gehen wir mal raus. Frische Luft, frische Luft. Tut immer gut. Ach, schau mal, wie süß. Das Samuel mit den Vögeln. Ach, ist das süß.
The birds are flocking around Samuel. Ja. Er mag ja Tiere. Ah, there's Samuel, up early, already communing with the critters. Hey Samuel, you're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me, like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there, except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. Ach süß, Eichhörnchen ist natürlich auch süß. So wie damals das Eichhörnchen mit der Cola-Dose. Könnt ihr noch erinnern in Episode 1? So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Ja, also mein Krafttier ist, glaube ich, eventuell, also entweder eine Eule oder eine Katze. Weil angeblich war ich nämlich in meinem vorherigen Leben, wenn ich schon einmal gelebt habe, war ich vorher mal eine Eule. Ja, das könnte ein bisschen länger dauern, wenn ich das jetzt erklären würde. But I could use this to attract squirrels. Release the Kraken. Come on, squirrels. Time for your 15 minutes of fame. Ach, der Donut. Sieh mal einer an, das war echt gut versteckt. I better not get near the bench or the squirrel won't take the food. Noch ein bisschen weg, noch ein bisschen weg, noch ein bisschen weg. Oh, jetzt ist es da süß. Och Gottchen. Wowzer, it's hard to get this close to a squirrel. Yes, another Pulitzer for the portfolio. Alter, mach doch keinen Blitz beim Eichhörnchen, das arme Eichhörnchen. Errungenschaft freigeschaltet, tolle Belichtung. Ja, echt tolle, das passt ja super. Ach, wie süß, das war also jetzt das zweite Bild. Was kommt jetzt als nächstes? Ah, beim Diner, kann das sein? Das sieht hier so irgendwie aus, da steht irgendwas mit DI. Kann ich gerade noch erkennen. Ich glaube, das ist ein DI. Kann mich natürlich auch irren. Bin mir nicht sicher. Aber so süß. No. Wieder das gleiche Eichhörnchen wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Können wir hier irgendwas machen? Wasserpumpe ansehen. Ansehen. Oh. Samuel really should keep this locked. It's a waiting accident. And too easy to sneak into. Ja, auf jeden Fall. I can see that Samuel's concerned, but does he need a poster? How did Samuel get photos of Rachel posing? Vielleicht hat der... Oh. I've never seen Samuel wearing shades. And what's with this other crap? Zurückdrehen? Wieso zurückdrehen? Okay. The paint job looks great. Samuel knows his color schemes. Hm, er ist ein guter Maler, ne? Und Hausmeister generell ist er ja. Boah, und so eine geile Grafik, so für Life is Strange, ey. Besonders die Sonne. Und man muss ja dazu sagen, die Entwickler haben ja gesagt, dass das eine ganz eigene Render-Grafik ist. Das wurde extra so produziert von den Entwicklern. Das ist nämlich alles handgemalen in Wirklichkeit. Also fast alles ist handgemalen. Handgemalene Grafik und so etwas finde ich einfach nur Hammer. Alles ist handgemalen. So eine geile Grafik daraus zu machen, boah, Respekt. Muss ich echt sagen, ey. Respekt an die Entwickler. Halt der RT, um schneller zu laufen. Ach so. Ich laufe ja schon schneller. Was passiert? Was passiert? Als wie wenn ich jetzt gleich rennen müsste, wie bei so einem Horror-Game.
Fenster. Shit. The window was still broken after I warned Alyssa about the rogue football. Mhm. One little thing changed the course of that window's life. So, aber mehr gibt's hier eigentlich auch nicht zu sehen, ne? Ne. Okay, ich glaube, das war's. Doch hier ist noch Taylor. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. Alter. Was ist mit dir, du Schlampe, ey? Oh, ein Eichhörnchen. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo-hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Yeah, klar. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Alter, wie gemein einfach nur. Alter, ich kann sie einfach irgendwie nicht verstehen. Hi, Taylor. Hi. Hi, Taylor. Deine Mutter. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care, my mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Ja, schon besser. Please have sex. Mm. So. Okay. Ach, der Warren, da ist er ja, du Stalker. Der ist doch, gerade vorher da. Ich glaube, da circa da drin müsste unser Zimmer sein. Der Max, doch hier uns. Come on over here. Yeah. Warren is out and about already too. Geil. Looks like he's waiting for somebody. Warren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? An old friend, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Ja, halt dich lieber raus. Naja, er ist doch ein guter Freund. Und er steht erstens einmal auf uns, ne? Der ist ja voll verknallt. Und er würde uns immer helfen. Also können wir ihn eigentlich ruhig erzählen. I busted him in the bathroom yesterday with a gun. I was too scared to tell Principal Wells. Please, don't say anything. I'll give you more info later. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Alter. Yes, that's exactly what I need. I love those old-school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Ach, der ist so lieb, der Warren. Alter Planet der Affen, ja. Die guten alten 70er. So, geil. Aber jetzt müssen wir den Bus nehmen, weil wir wollen ja mit der Chloe beim Diner ja frühstücken. Da freue ich mich schon sehr drauf. Thank you.
shine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory. Changing weather. Someday we will foresee obstacles through the blizzard, through the blizzard. Today we will sail our uniform, live together. Together.